herzlich willkommen zu unserer nächsten Runde. Heute spielen wir mit einem Priester. Ja, Priester ist nicht ganz so eine schöne Klasse, gerade am Anfang. Man hat halt am Anfang noch nicht die entsprechenden Karten und muss dann irgendwie probieren durchzukommen. Und meistens kriegt man das halt eben hin, indem man seinen Gegner kopiert, kopiert, kopiert. Und probiert Anduin das Beste. Gegen ein Druide. Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Okay. Das Licht wird den Sieg bringen. Druide heißt natürlich am Anfang jetzt gerade schauen, dass wir nicht viele von denen Einser, weil er die uns halt eben jedes Mal wegnimmt. Außerdem hat der Druide recht viele Nerfkarten, mit denen er uns einfach dann zu Tode langweilt. Ich denke, den Schattenwort Tod, den hätte ich zwar erst im späteren Spiel gebrauchen können, richtig? Weil er wahrscheinlich irgendwas Großes bringen wird. Das war's. Ja. Wir können nicht spielen, richtig? Und unsere nächste. Das kann ich nicht tun. Ja, also das Deck ist noch insgesamt im Testen und ich schaue jetzt gerade, was ich da draus machen kann. Aber mal schauen, wo die Derek hat. Aber ich gehe ein bisschen hier in unser Gesicht. So, Runde 3. Mal schauen, was der Gegner hat. Ah, ein Miracle. Natürlich immer nett. So, wir haben einen Vierer. In der nächsten Runde können wir daraus was machen. Deswegen eure Magie wird euch nicht spielen jetzt hier und nehmen den guten Panzer hier komplett aus dem Spiel. Damit ist er unbrauchbar. Er kassiert nicht den Schaden und gibt mir eins ins Gesicht. Gut. Den jetzt noch zu kopieren wäre sinnlos. Ich habe deswegen die besten Angebote weit und werden wir jetzt hier ein bisschen auf Magie gehen. Eure Magie wird euch nicht treffen. Na, stimmt, er hatte den ja noch. Gut, ein vierer Angriff ist natürlich immer blöd, da drauf zu gehen. Deswegen werden wir... Ich frage mich, ob... Ich kann den immer noch... Habe ich meinen Buff drin? Nee, den habe ich nicht in dem Set. Schrott. Dann setzen wir den jetzt erstmal auf den Bruch. Nehmen den und das Spiel geht weiter. So, der 6-6er ist jetzt natürlich eine Ansage. Soll ich den jetzt schon hochsetzen dann? Ich meine, wenn ich jetzt noch meinen Schaden auf Leben krieg, dann könnte ich den auf 24 hochsetzen. Einem 4. Er kriegt ihn allerdings nicht ganz raus. Aber er will den Sechser weg haben. Das wird mit dem hier jetzt auch noch drauf gehen. Ja, war ein teurer Zug, den er da jetzt gemacht hat. Habe ich irgendwas, was wir reinsetzen? Unsere Jungs.
Wir schauen mal, was er noch hat. Ein Druiden der Klaue. Wir heilen ihn mal wieder ein bisschen. Und gehen los. Aber ihm wird langsam ein bisschen voll hier mit der Karte. Den will er jetzt natürlich wegmachen. Nicht? Okay. Dann werden wir jetzt hier ein bisschen... Wo soll ich zuschlagen? Ja. Dann gehen wir... Mehr Training? Drauf. Er hat noch 15, wir haben 28. Ah, der wird jetzt wo eine soll Menge. Ich zuschlagen? Hier raus. Klar, aber mit dem könnte ich ihn ziehen. So, jetzt wird's eklig. Die 4 Schaden sind blöd. Wir haben die 9. Runde. Das hier wären 6, aber da brauche ich 10. Ich kopiere ihn und spiele meine Lichtbrut. Ja, ich denke, das ist am sinnvollsten. Weil meine Lichtbrut kann ich dann im hochsetzen auf. Ach, guck mal, wir haben hier noch ein bisschen was. So, können wir noch eine Heilung machen? Nein, können wir nicht. Aber jetzt liegen hier schon mal. Ja. 1 ist noch da. Aber er kann mit ihm nur auf den 4er gehen. Gut. Ist jemand verletzt? Zweimal. Und jetzt kommt unser Verdoppel-mich-Spiel. 6, 12 und es langt. So, also das war ein Spiel mit einem Priester mal. Der ausgeht auch immer mal ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Deckliste findet ihr natürlich wieder unten in der Beschreibung. Ihr könnt mir noch Tipps geben, wie man das Deck weiter verbessern kann. Beziehungsweise schreibt mir in die Kommentare, wo man das ganze Spiel hätte verbessern können. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. Ja, und dann